Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Sommerprogramm hier auf Regio TV Plus. Und das ist Walli und wir solltet ihr mittlerweile kennen. Aber wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gesehen, Walli ist wieder zurück. Sie ist schon vor einem Jahr mal bei uns gesehen und hat dort tolle Sendungen gemacht. Und jetzt freue ich mich riesig, dass du wieder da bist. Valerie, wo sind wir heute angegangen? Du hast gesagt, das ist eine gute Sache, könnte man zusammen machen. Wir sind hier im landwirtschaftlichen Zentrum Eberrhein. Und es geht um Essen. Jetzt habe ich zwar ein bisschen abgenommen, aber wir gehen mal rein schauen, was hier läuft. Und ich habe mitgekriegt, das ist ein Anlass, der vor allem von Frauen gemacht worden ist. Und darum übergebe ich an dieser Stelle gerade mal das Mikrofon der Valerie. Viel Spass. Merci. Susanne, der Danny hat eine Einladung von euch bekommen und hat mir so vorgeschwärmt. Aber er hat irgendwie nicht richtig gewusst, um was es geht. Kannst du uns das bitte nochmal erzählen? Also, wir haben ein Baselbieter Bäuerinnen-Apero gegründet. Vor über einem Jahr haben wir gestartet mit dem ganzen Projekt. Ein Projektteam aus 6 Frauen mit verschiedensten Stärken haben das in Angriff genommen. Wir haben manche Stunden darüber gebrütet. Wir wollen einfach etwas anbieten, das unsere Region, unsere guten Produkte, unsere regionalen und saisonalen Produkte, wie wir die an den Konsumenten bringen können. Wie schmeckt es? Sehr gut. Ja, man merkt, dass das Zeug frisch ist, als es nicht von weit her transportiert worden ist und schon halb verdorben ist unterwegs. Ausgezeichnet ist der Apero. Ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ich habe jetzt den Gemeindepräsidenten Peter Buser bei mir. Peter, wie findest du den Anlass hier? Sehr spannend, interessante Leute, es gibt viele gute Gespräche. Und zum Apero bin ich auch noch nicht gekommen, aber Gespräche sind interessant. Was erhofft ihr euch denn davon? Also, dass wir unsere Produkte direkt an Mann und an die Frau bringen können. Die Leute einfach ein bisschen sensibilisieren, weil so Apero mit Fertigprodukten, das kommt man heute über, auch andere gute Sachen. Aber wir wollen es eigentlich durch das abheben, mit regionalen, saisonalen, wirklich gesunden Sachen. Und unsere Bäuerinnen hier am Morgen aufstehen und hier die Aperos, die Sachen, die sie uns hier liefern, wirklich ganz, ganz frisch anliefern. Also da ist nichts Tiefgefrorenes, da ist nichts, sondern wirklich alles ganz, ganz frisch. Und das wollen wir eigentlich versuchen, als wir uns ein bisschen abheben mit dem von den anderen Aperos. Wie mundet es? Hervorragend. Ich glaube, man muss nicht einmal sehen, man schmeckt, es sind regionale Produkte. An was erkennt man jetzt den Geschmack vom regionalen Produkt? Ich habe gehört, es gibt keine Haselnüsse. Gut, es ist jetzt doch kein Produkt, das mit Haselnuss garniert ist. Aber Käse, Fleisch, ich glaube, es schmeckt nur ein Produkt, das möglichst kurze Transportwege in sich hat. Schmeckt noch so frisch. Und man merkt auch die Liebe und das Herzblut, das dahinter war, um das so überhaupt zu präsentieren. Isaac, wie hat es dir geschmeckt? Es war ausgezeichnet. Ich finde das auch eine ganz tolle Initiative von unseren Landfrauen und Bäuerinnen. Ich glaube, das ist ein richtig und guter Weg. Und letztlich ist es auch ein urgrünes Anliegen. Also direkt vom Produzenten zum Konsumenten, ich glaube, das ist eine gute Sache. Wie viele Bäuerinnen gibt es eigentlich hier bei uns im Baselbiet? Weißt du das gerade? Also bei den Bäuerinnen- und Landfrauenverein sind es über 1200 Mitglieder. Aber jetzt einfach bei unserer GmbH, das ist jetzt Katja Gysi aus Rickenbach und Janette Imhoff aus Sissig und ich aus Hävelfingen. Wir sind hier, haben jetzt die Geschäftsleitung übernommen. Und bei dieser GmbH sind noch Bäuerinnen- und Landfrauenverein, ist auch Teilhaber, aber wir drei Bäuerinnen sind hier Geschäftsführer und gehen hier voraus und das Ganze durchziehen. Aber wir schaffen das nur mit unseren Bäuerinnen und Landfrauen, die uns hier beliefern, die uns hier produzieren, weil alles allein könnten wir nicht machen, einmal so, wie wir uns das angedacht haben. Planet ihr denn so einen Anlass wie heute jetzt jedes Jahr oder ist das jetzt eine einmalige Sache? Nein, also jetzt so mit dem Bundespräsident Ueli Maurer, das war jetzt einfach unser Startschuss gewesen. Wir sehen es, die Medien sind hier, wir haben erreicht, was wir wollen. Es zeigt, die Leute sind gekommen, das Interesse ist da. Jetzt wollen wir schauen, wie es weitergeht, aber es kommt gut. Ja.
Eine riesen Freude natürlich einmal mehr für den Danny. Es ist nämlich bereits das zweite Mal, wo ich darf mit Muli Maurer reden darf. Jetzt dann aber als Bundespräsident. Und da haben Sie schon selber erzählt in eurer Ansprache. Wie kommt man dazu, dass der Uli Maurer mit seinem Terminkalender überhaupt an so einen Anlass geht? Ich bin gerne bei den Leuten. Und Susanne hat mich eigentlich sozusagen überredet. Und dann gibt es so eine gemeinsame Basis. Ich finde es sehr wichtig, dass man immer wieder auf die Bedeutung von der Nahrungsmittel, von der Ernährungswirtschaft, vom Bauernstand aufmerksam macht, weil das geht eigentlich so ein bisschen unter. Das ist ein Projekt, das so Brücke bildet zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln und den Konsumenten. Also heisst das, man bekommt sie als Besucher nebenan, wenn es nur um die Sache geht? Ich habe jetzt aber mitgekriegt, Sie haben da auch schon mal ein Versprechen abgegeben und halten das tatsächlich ein. Ja, selbstverständlich. Susanne hat mich gefragt und gesagt, ja, ich komme und dann machen wir das auch. Das ist völlig klar. Und es ist auch immer wieder ein Zeichen, das man setzen kann, dass man eben auch für Leute Zeit hat, die nicht im Glaspalast wohnen irgendwo, sondern die im Alltag beschäftigt sind. Das sind auch die guten Kontakte, die ich sehr gerne pflege. Sie wissen, meine Wurzeln sind auch in der Landwirtschaft. Und wenn man ein bisschen früher schaut, Militär sagt man in die nächsten oder in die übernächsten Wendekammern, dann muss uns die Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherheit auch schweizweit langsam nicht Sorgen machen, aber wir müssen uns um das kümmern. Wir haben jetzt erste Anzeichen, wenn Sie landwirtschaftliche Zeitung lesen oder gestern gehört, wir sind ein Land, das langsam zu wenig Milch hat. Sie haben dann trotzdem kurze Schwenker genommen in Ihrem Referat und über den Wert von der Landwirtschaft und vor allem die Nahrungsmittelproduktion von der Schweiz geredet. Dürfen Sie da auch noch mal schnell dazu bitten? Ja, wir sind ja das Land in Europa, das am meisten Nahrungsmittel importiert pro Kopf. Wir sind also gar nicht so ein Agrarland, wie wir meinen. Und die Ernährung der eigenen Bevölkerung ist absolut wichtig. Und es ist eigentlich tragisch, dass Bauern heute nicht mehr genug verdienen auf ihrem Hof mit der Nahrungsmittelproduktion, sondern auswärts müssen arbeiten. Und wir müssen deren Ernährungswirtschaft, der Landwirtschaft Sorge tragen, dass wir in Zukunft schlicht und einfach genug zu essen haben. Ist es denn generell ein Problem von Wertschätzung, wo der Bauer eigentlich damit kämpft? Weil ich meine, früher ist man ja noch als Kind mit den Eltern an einem Wochenende auf dem Bauernhof. Das war der Ausflug gewesen. Heute kein Interesse mehr. Es ist zum Teil auch eine Landwirtschaftspolitik, die in die falsche Richtung geht, die nicht mehr auf Produktion schaut, sondern nur noch auf Ökologie, auf Blumenzüchter statt auf Nahrungsmittel. Das ist der eine Punkt. Und dann sind wir halt im Hochlohnland Schweiz, relativ teuer im Vergleich zum Ausland. Aber wenn wir konsequent wären, müssten wir auch Kinder ins Ausland in die Schule schicken. Die werden in Ungarn viel billiger ausgebildet als bei uns. Das machen wir ja auch nicht. Wir haben da unseren Wert fest. Darum ist es auch richtig, wenn wir Schweizer Nahrungsmittel kaufen, dann wenn die ein bisschen teurer sind. Sie sind um das viel, viel besser. Jetzt haben wir ein paar super Bäuerinnen angetroffen, die total im Schuss sind. Wie sehen Sie jetzt hier die Marktchancen? Das ist ja nicht ein unumkämpftes Feld. Ich beurteile es als gut, aber man muss darum kämpfen. Es ist tatsächlich ein harter Markt. Aber ich habe das Gefühl, man hat sehr professionell aufgezogen. Man weiss, auf was dass man sich einlässt. Man hat den Vorteil, dass man wirklich Produkte anbieten kann aus der Region, die man von Anfang bis Schluss begleitet hat. Und ich glaube, das Herzblut, das dahinter steckt, das spürt man auch. Und das ist viel wert, das kann man eigentlich nicht zahlen. Es ist nicht einfach irgendjemand, der da steht, weil er muss, sondern jemand, der da steht, weil er will. Dann, wenn wir Sie nicht weiter aufhalten, genießen Sie noch die Reste vom Baselbiet, die durch den Magen gehen. Gute Reise. Danke vielmals, merci. Wer kann denn alles bei euch bestellen? Alle. Hochzeiten, wenn irgendein Anlass ist, Geburtstag, sonst ein Familienfest, wenn eine Versammlung ist und noch ein Apéro ist, uns kann man bestellen. Wir machen zwischen 30 bis 400 Personen. Haben wir jetzt hier wirklich uns gut ausgerüstet? Gläser, Geschirr, Besteck, wir sind bereit. So, jetzt haben wir zuerst einen vollen Teller gesehen und jetzt einen fast leeren. Martin, wie hat es geschmeckt? Sehr gut, wir haben das gut gemacht, prima. Wie ist jetzt das, du als versierter Wanderer, ist das Essen auch gut für ein Picknick unterwegs? Ja, also als Wanderer bin ich nicht ganz sicher, vielleicht nicht alles, ist ja nicht alles so gut zu transportieren, aber zum neuen Einkehren wäre es ideal. Jetzt, ich habe bewusst dich aus dem Pulk rausgelesen von den Leuten,
Du kennst jetzt natürlich auch ein bisschen vom Tafeljura her die Höfe. Wie beurteilst du da so ein bisschen die Jausensituation? Hat es genug von diesen Besenbeizen, wo man sich verpflegen kann? Das ist ja letztendlich eine Frage natürlich von Nachfrage und Angebot. Ich wünsche mir sicher noch die eine oder die andere mehr. Es hat auch solche, die gut laufen. Und ich wünsche all denen, die das machen, dass es dann eben auch tatsächlich besucht und geschätzt wird. Mit solchen Angeboten, glaube ich, könnte man durchaus noch mehr Erfolg haben. Ich habe jetzt Franziska Hochstrasser bei mir. Sie ist Geschäftsführerin vom Bauernverband. Franziska, was für Aufgaben stehen denn bei dir im Alltag so an für den Bauernverband? Wir machen grundsätzlich die Interessenvertretung der Bauern im Kanton Basel-Land und Basel-Stadt. Und da gehören verschiedenste Sachen dabei. Das ist einerseits Öffentlichkeitsarbeit, das ist die Mitarbeit in Kommissionen und Projekten, wie jetzt hier zum Beispiel das Projekt Basel-Bieter-Bäuerinnen-Apero. Das ist aber auch alltägliche Arbeiten wie politische Vernehmlassungen und so weiter. Wie stark sind eigentlich die Frauen bei den Bauern? Ich glaube, das ist wie überall. Ohne die Frauen geht es nicht. Und unsere Landwirtschaftsbetriebe sind Familienbetriebe. Und das braucht auf jedem Betrieb Männer und Frauen, die tatkräftig mitschaffen, dass das ganze Konstrukt auch funktioniert. Und ich denke, die Frauen haben auch einen grossen Anteil, dass die Landwirtschaft auch vorwärts kommt. Inwiefern hast du denn beim Projekt vom Baselbieter Bäuerinnen-Apero mitgewirkt? Ich war fast von Anfang an dabei in diesem Projekt. Ich habe insbesondere mitgeholfen bei der Entwicklung des Konzepts von dem Baselbieter Bäuerinnen-Apero. Dazu hat auch die Eingabe gehört, die wir am Swisslos-Fonds gemacht haben. Und nachher aber auch bei der ganzen Projektentwicklung, bei der Kommunikation, bei der Ausgestaltung des Logos und bei den Kommunikationsmitteln bin ich auch involviert und einbezogen gewesen. Entschuldigung, darf ich da mal schnell reinquetschen? Wie sieht das aus? Wie schmeckt das Essen? Ausgezeichnet. Es ist wie das ganze Projekt einfach professionell, einmalig, wirklich spitze. Also. Ich habe vorher einmal gehört, es hat so einen typisch regionalen Geschmack. Teilst du die Ansicht auch? Regional, wie es Baselbiet. Wunderschön, fein, frisch, qualitativ, hochstehend. Also so, wie es muss sein. Okay, jetzt wollen wir noch schnell weiterfragen. Frauen haben es gemacht, Frauen haben es angerichtet. Spürt man das als Frau? Merkt man das, sieht man das in der Präsentation? Es ist richtig mit Liebe angerichtet. Und man isst ja bekanntlich mit den Augen.